Schulden wir einander Gesundheit und sind wir eigentlich selber schuld, wenn wir krank werden? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ricarda Heimann. Ich bin Referentin für Bildungsarbeit mit älteren Menschen und für religiöse Bildung. Und neben mir sitzt meine Kollegin Christiane. Christiane? Ja, ich bin Christiane Wessels und arbeite auch im Fachbereich Erwachsenenbildung, Familienbildung und bin da zuständig für die politische Bildungsarbeit. Ja, und wir unterhalten uns ganz gerne mal beim Mittagstisch. Und heute möchten wir euch an dem teilhaben lassen, worüber wir uns aktuell Gedanken machen. Und das ist das Thema Gesundheit und Krankheit. Wir befinden uns ja aktuell, also hoffen wir jedenfalls, am Übergang von der Pandemie zur Nachpandemiezeit. Und da haben wir bestimmt einiges zu bewältigen an Themen, über die wir nachdenken wollen. Und unser Verhältnis zur Krankheit und Gesundheit hat sich doch in den letzten Monaten, jetzt schon fast Jahren, verändert. Und auch schon vor der Pandemie, kann man sagen, hat sich in der Gesellschaft schon einiges gewandelt im Verhältnis zur Gesundheit und Krankheit. Und wir wollen das jetzt auch noch mal in dieser Linie sehen. Da hat sich ja vieles getan in den letzten Jahrzehnten. Die Lebenserwartung hat sich deutlich verändert. Wir haben Risikofaktoren identifizieren können, wie das Rauchen, was besonders gesundheitsschädlich ist. Und in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge wurde auch einiges getan, damit die Menschen zum Beispiel weniger rauchen. Die Medizin hat Fortschritt gemacht. Wir leben immer länger und wir haben auch alle gelernt, dass Ernährung, gute Ernährung und Sport dazu einen Beitrag leisten. Nicht zuletzt kriegen wir auch von der Biogerontologie immer tolle Botschaften gesendet. Wir könnten auch bald 200 Jahre alt werden. Und es scheint ja ein bisschen so, als wäre Gesundheit eigentlich eine Frage von Machbarkeit und gutem Management. Dürfen wir uns da eigentlich noch ungesund verhalten? Und wie gehen wir damit um, wenn wir doch krank werden? Macht uns das einen Strich durch die Rechnung oder können wir dann immer noch ein gutes und gelingendes Leben führen? Ja, und nicht zuletzt haben wir auch während der Pandemie besondere Beobachtungen, nicht so schöne Art machen können, wie Menschen in der Gesellschaft damit umgehen, wenn an Nachbarn, Freunde, wie auch immer, an Covid-19 erkranken oder sogar die Angehörigen von Verstorbenen plötzlich geschnitten werden, gemieden werden und sich Dinge anhören müssen, wie es ist ja auch kein Wunder, dass er oder sie sich jetzt angesteckt hat, so wie er sich verhalten hat. Und selbst das sind jetzt schon ziemlich drastische Beispiele, aber ich glaube, wir kennen auch alle so ein bisschen aus dem Alltag, dass die einen die Corona-Verordnung besonders streng auslegen, die anderen nicht so streng und dann gibt es Spannungen. Und ja, also da steckt schon ganz viel drin von diesem Thema. Und ja, und auch ein Aspekt, den möchte ich auch nicht ungenannt lassen, dass die Menschen mit asiatischem oder arabischem Aussehen, die jetzt in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht haben, dass sie sehr viel häufiger noch diskriminiert wurden, weil sie als potenzielle Überträger des Virus gesehen wurden. Also da ist einiges im Schwange. Wir merken, Gesundheit, Krankheit, das hängt mit so vielen gesamtgesellschaftlichen Aspekten zusammen. Und wir haben jetzt erstmal Beobachtungen gesammelt und gedacht, ja Mensch, das ist irgendwie sowas, da wollen wir mal insgesamt drüber nachdenken. Ist natürlich ein Riesenthema, ein ganz großer Berg. Und wir haben versucht, ein paar Aspekte rauszufinden, über die wir auszufiltern, über die wir heute reden möchten. Und wir fangen vielleicht mal damit an, zu überlegen, was ist denn eigentlich Gesundheit und Krankheit? Christiane, du hast da dich so also ein bisschen eingelesen mit dieser WHO-Definition und so. Ja, das ist gar nicht so einfach, kann ich nur sagen. Also, dass da eine klare Definition überhaupt irgendwie zu finden, was ist Gesundheit, was ist Krankheit. Krankheit kann man vielleicht noch sagen, okay, Abwesenheit von Gesundheit, aber das trifft es ja auch nicht so ganz. Bei Gesundheit ist es fast noch schwieriger zu formulieren, was nun sich dahinter verbirgt. Und ich habe mal geguckt, so eine Definition, die schon eigentlich relativ alt ist, aber die auch immer wieder auch
zitiert wird und die eine große Wirkmächtigkeit auch einfach hat, ist die Definition der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Da heißt es, die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das ist eine Definition, die ist schon wirklich alt, ich glaube von 1948 schon, die wird auch immer gerne wieder genommen oder als Hintergrund genommen, auch für neuere Definitionen oder Überarbeitungen. Ich finde die eigentlich auch immer noch, muss ich sagen, relativ gut, weil die hat viele positive Aspekte. Die geht ja, wenn man sich da mal genauer mit beschäftigt, auch über diesen rein körperlichen Aspekt auch hinaus. Und nimmt noch andere Aspekte in dem Bericht, also in den Blick, also diese ganze psychosomatische Ganzheit, kann man auch sagen. Und das eben auch das Verhältnis auch zur Mitwelt. Und das finde ich eigentlich ein sehr schöner Aspekt, auch gerade an dieser Definition, die die WHO da trifft, für die Menschen auf der ganzen Welt. Ja, die versucht ja sozusagen Definitionen auch zu finden, die über kulturelle Unterschiede hinaus für alle Menschen gelten sollten. Und das finde ich, hat sie ja eigentlich ganz gut gemacht. Es gibt aber auch immer wieder Kritik, die da dran geäußert wird, also auch problematische Aspekte. Ja, wird da Gesundheit auch zu so einem Art idealtypischen Zustand gemacht? Wird das sozusagen auch ein Stück weit überhöht? Und wer könnte denn eigentlich von sich behaupten, da so ein vollständiges Wohlergehen in all diesen Aspekten auch für sich dazu erreichen oder auch zu haben oder für sich beanspruchen zu können? Also, und Gesundheit wird da natürlich zu einem, ja, einem hohen Gut, kann man auch sagen, ne? Und rückt damit auch so ins Zentrum auch des gesamten Lebensentwurfs. Man könnte ja eigentlich sagen, es ist eigentlich eher eine Bedingung, die erfüllt sein müsste, um einen guten Lebensentwurf machen zu können. Und hier wird es sozusagen Teil auch des Lebensentwurfs. Also diese Überhöhung ist auch immer etwas, was ein bisschen kritisch auch gesehen wird, gerade an diesem Definitionsversuch, wo, wie gesagt, ich den insgesamt gesehen eigentlich dadurch, dass er auch so breit aufgestellt ist, eigentlich auch ziemlich gut finde. Wenn man so sich anschaut, so was hat sich so in den Jahren auch danach getan, so an Versuchen auch Krankheit, Gesundheit so ein Stück auch zu beschreiben, dann ist eine interessante Entwicklung, wie ich hier als finde, ist, dass versucht wird, so die jeweilige subjektive Erfahrung auch stärker in den Blick zu nehmen oder in den Mittelpunkt zu rücken. Also nicht nur zu gucken, was sind so statistische Mittelwerte und dann weichst du davon ab und dann bist du wieder krank oder gesund. Das könnte man ja auch sagen. Das ist so eine ganz naturwissenschaftliche, reine Definition davon. Und da ist man eigentlich ein bisschen von abgerückt und zu sagen, es ist ja auch sehr von den Einzelpersonen auch abhängig und auch welche eigenen Körpererfahrungen ich auch mache. Also die Perspektive des Patienten, der Patientin und des Patienten ist, glaube ich, im Laufe der Jahre jetzt auch immer stärker eigentlich in den Mittelpunkt gerückt und so eine Idee von auch von einer Übereinstimmung auch mit sich selbst, also diese Idee auch von so einer körperlichen Stimmigkeit auch. Und das rückt ein bisschen weg auch von diesem Idealzustand, der da beschrieben wird in dieser WHO-Definition. Und es rückt auch ein bisschen weg von diesen objektiven Begebenheiten. Das finde ich eigentlich ganz spannend daran. Es rückt, und das ist ja auch ein Trend, den wir sozusagen gesamtgesellschaftlich haben, eigentlich das Individuum stärker in den Mittelpunkt. Und hat aber auch, klar, ist eine ambivalente Geschichte immer, wenn die Individuen plötzlich so ganz wichtig werden, auch in Richtung Eigenverantwortung. Ich denke, das kann man auch durchaus auch kritisch sehen, ne, was dem Individuen da sozusagen auch aufgebürdet wird, auch an Verantwortung. Ja, das hat mich auch beschäftigt, also wie viel Verantwortung eigentlich den einzelnen Individuum zugeschrieben wird. Ja, also wenn klar ist, was man tun muss, um gesund zu bleiben, dann ist da auch ein hoher Druck drauf, dass man das gefälligst auch tut. Also das kennt vielleicht auch jeder oder fast jeder aus ihrer eigenen Familie. Also ich kenne das zumindest, wenn der Opa gerne mal ein Glas Wein zu viel trinkt oder die Oma keinen Sport macht und gerne ihre Salzstangen futtert und vielleicht ein Kilo zu viel hat, dann gilt aus der Sicht der Familie nicht mehr die reine Selbstbestimmung. Das ist nicht ihre Sache oder seine Sache, sondern die Familie denkt, sie hat da auch einiges mitzureden. Schließlich hat sie ein Interesse daran, dass Oma und Opa lange gesund bleiben. Und sie meint es ja auch nur gut. Ja. Deswegen kriegen die beiden dann auch gerne vorgerechnet,
dass sie sich ungesund verhalten und dass sie sich doch bitte gesünder verhalten sollen. Mhm. Und ja, das finde ich eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, gar nicht so selbstverständlich. Und das zieht sich ja auch durch viele Bereiche, ob wir einander Gesundheit schulden, sage ich jetzt mal. Wir hängen ja alle am selben Gesundheitssystem und das verursacht ja auch immer Kostenkrankheit. Mhm. Und wo ich es auch besonders auffallend finde, ist der Krankenstand von Beschäftigten. Der wird ja häufig als volkswirtschaftlicher Schaden bezeichnet. Also das setzt ja so ein bisschen das voraus, als wäre der Normalzustand und der zugleich der Idealzustand, nämlich dass wir alle gesund sind, dass wir quasi alle das Vermögen haben, immer gesund zu sein. Und wenn wir krank sind, dann richten wir einen Schaden an, für den wir eigentlich haften müssen. Ja. Jetzt ist die Haftung ausgelagert in die gesamtgesellschaftlichen Gesundheitssysteme, das wird irgendwie ausgeglichen. Dieses Solidarsystem ist in Deutschland ja auch ein sehr starkes System. Aber wir erleben jetzt ja auch in der Pandemie, dass da viel gespart wurde. Und wir wissen auch, der demografische Wandel bringt da auch Herausforderungen mit sich. Ja? Also, dass da einiges an Gesundheitskosten geschultert werden muss. Und da sind dann auch Trends zu beobachten in der Gesundheitspolitik, dass natürlich immer mehr auch darauf hingewirkt wird, dass man gar nicht erst krank wird. Hm. Und dieses Verhältnis von Eigenverantwortung und selbstbestimmtem Gesund- oder Kranksein und dem Eingewobensein in eine gesamtgesellschaftliche Solidargesellschaft, das ist gar nicht so einfach. Wer ist verantwortlich für was und wie frei fühlen wir uns eigentlich, abends gemütlich mal eine Zigarette zu rauchen und ein Glas Bier zu trinken und noch eine Schweinshaxe dazu zu essen? Mhm. Ja. Ich will da einen kleinen Aspekt vielleicht auch noch anfügen, wo es um dieses Thema Kontrolle geht, sowas, was ich so in den letzten Jahren auch so beobachtet habe, ist so ein großes Interesse, auch nicht nur bei Jüngeren, zu diesen Self-Tracking-Geschichten, mhm. also wo ich selber auch meine Körperdaten auch so erfassen kann, kontrollieren kann. Ich finde, es hat so ganz auch ganz interessante Aspekte, weil einerseits werde ich da ein Stück weit ja auch so ein bisschen zu Experten meines eigenen Körpers, also eine Sache, die ich vielleicht vorher immer delegiert habe an den medizinischen Bereich, wenn es darum ging, meinen Blutdruck zu messen oder auch was weiß ich, andere Körperdaten auch zu erfassen. Und da wirst du jetzt ja praktisch über die neuen digitalen Möglichkeiten auch in die Position versetzt, das zum Teil auch ja selber zu können. Und es gibt so Menschen, die das mit voller Begeisterung machen und sich da sozusagen ein Stück Autonomie auch gegenüber dem System dann erarbeiten, die sich aber auch gleichzeitig in so eine ganz merkwürdige Abhängigkeit von diesen ganzen Apps und dem all was es da so gibt auch begeben. Also die können gar nicht mehr in den Wald gehen, ohne ihre Schritte zu zählen. Das finde ich dann auch äußerst bedenklich, muss ich sagen, diese Form von auch Selbstkontrolle, wo man doch eigentlich immer so propagiert, ich bin jetzt ein freier Mensch und entscheide selber, wie viel ich laufe. Manchmal habe ich eher das Gefühl, das Gerät entscheidet dann, wie viel ich dann und warum ich auch laufe gerade und nicht einfach, ich möchte mal in der Natur sein. Also das hat auch so unterschiedliche Aspekte, auch dieses Thema mit Freiheit, Kontrolle, Verantwortung auch. Ich finde, das ist immer in so einem Spannungsverhältnis auch zueinander. Ja, ich finde, das ist so ähnlich wie bei den verschiedenen Ernährungstrends. Ja, also, es gibt ja ganz, ganz viele, Paleo und Vegan ja sowieso. Und, und ich kenne auch einige Menschen, die das mit voller Erfüllung und Freude auch tun, ja, die für sich was entdeckt haben, was zu denen total passt und auch so das Lebensgefühl anreichert und wo das rituell begangen wird und wo sich viel Zeit fürs Essen genommen wird und wo das ein wirklicher Gewinn für den Alltag ist und natürlich auch für die Gesundheit. Das sieht man dann auch an, wie schön die Wangen rosig blühen und so.
Aber da steckt natürlich auch noch was anderes drin. Also ich habe jetzt neulich mal gelesen, es gibt eine neue Krankheit, es gibt ja ständig neue Krankheiten und neue Süchte. Es gibt jetzt die Sucht, richtig zu essen. Also das nennt man Orthorexie. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, dass man jetzt auch das gleich wieder Ja, wieder eine neue einer Krankheit Krankheit. erklären muss, aber Ja. genau, also es gibt offenbar Menschen, die da ihre Freiheit ein Stück verloren haben drin Ja. in ihrer Ernährungsweise und für die das zum Zwang geworden ist und die sich keine Fehltritte mehr erlauben können aus ihrer Ernährungsweise heraus und die sehr stringent das agieren und wo das auch den gesamten Alltag denn nicht bereichert, sondern einschränkt. Ja. Und Ja. ja, und vielleicht sind auch solche Erscheinungen ein Ausdruck davon, wie hoch dieser Stellenwert von Gesundheit ist. Und ich glaube auch in so einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben und in unserer Arbeitswelt im Grunde gleichgesetzt wird mit, also gesund ist gleich leistungsfähig, ja, oder gesund ist gleich erfolgreich, gesund ist gleich zufrieden und gesund ist gleich ja, erstrebenswert. So, ne? Also, auch da sind wir nicht in allem frei, was wir tun, sage ich jetzt. Und dazu muss man natürlich auch kritisch sagen, dass nicht alle Menschen die gleichen Zugänge zu gesundheitsbewusstem Verhalten, guter Ernährung und Sport und anderen Dingen haben. Also wir haben in Deutschland eine sehr hohe Diskrepanz in der Lebenserwartung zwischen Menschen, die gut situiert sind und armen Menschen. Ich habe jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, aber es sind ungefähr 10 Jahre Unterschied in der Lebenserwartung. Und das ist ganz schön viel. Also das ist, und daran merkt man, dass es eben überhaupt nicht nur, also gesund ist nicht nur, wer sich gesund ernährt oder wer irgendwie Sport macht. So gesund ist nicht nur das, was man selber macht, sondern man wird auch in Situationen reingestellt, da kann man gar nicht so viel dran mitwirken. Und das finde ich ganz schön drastisch, ja. Also. Also ich kann sagen, wir haben ganz unterschiedliche Chancen, einfach auch so ein gesundes Leben zu führen. Und da geht es natürlich auch ganz schnell um Fragen auch von Gerechtigkeit. Und gibt es im Bereich der Ethik einen Bereich, die sich ganz stark damit beschäftigt haben? Und ich denke da sofort an die Philosophin Martha Nussbaum, die sich ja ganz viel Gedanken gemacht hat, auch um gutes Leben und den Zusammenhang auch mit Gerechtigkeit zusammen mit Amartya Sen. Und die haben sozusagen, das nennt sich Capability Approach, entwickelt, also einen Ansatz, wo es um Fähigkeiten, aber eigentlich eher um Befähigung geht. Denn eigentlich geht es ja darum, erstmal zu gucken, habe ich dann überhaupt eine Chance auch, Ideen für ein gutes Leben zu entwickeln. Also was Martha Nussbaum macht, ist eigentlich nicht zu sagen, ich mache jetzt mal eine Liste von Punkten so und so und so, hat ein gutes Leben auszusehen, sondern sie sagt, ich brauche eigentlich erstmal so Voraussetzungen. Ich brauche Fähigkeiten oder Befähigung, um selber auch eine Idee entwickeln zu können. Wie könnte denn ein gutes Leben auch aussehen? Und wie kann ich das dann auch umsetzen? Und sie hat dafür so ihre inzwischen schon ziemlich berühmte Liste mit den 10 Capabilities entwickelt. Und ich würde jetzt mal, ich will jetzt nicht alle 10 zitieren, kann man auch schön nachlesen, ihre Veröffentlichung, Gerechtigkeit und das gute Leben. Ich will mal die ersten 3 benennen, weil die einen ganz starken Bezug auch zu dem haben, was wir eben gerade auch so ein bisschen diskutiert oder worüber wir gesprochen haben. Und der erste Punkt in ihrer Liste lautet nämlich Leben. Leben, die Fähigkeit, ein menschliches Leben normaler Dauer zum Ende zu leben, nicht frühzeitig zu sterben und nicht zu sterben, bevor dieses Leben so eingeschränkt ist, dass es nicht mehr lebenswert ist. Das ist sozusagen der erste Punkt auf ihrer Liste. Der zweite ist körperliche Gesundheit. Die Fähigkeit, bei guter Gesundheit zu sein, wozu auch die reproduktive Gesundheit, eine angemessene Ernährung und eine angemessene Unterkunft gehören. Und der dritte Punkt ist körperliche Integrität, die Fähigkeit, sich frei von einem Ort zum anderen zu bewegen, vor gewaltsamen Übergriffen sicher zu sein, sexuelle Übergriffe und häusliche Gewalt eingeschlossen, Gelegenheit zur sexuellen Befriedigung und zur freien Entscheidung im Bereich der Fortpflanzung.
Das sind jetzt so die ersten drei Punkte auf Ihrer Liste oder Befähigungsliste, wo Sie sagt, das muss eigentlich erfüllt sein, damit ich überhaupt mir eine Idee auch machen kann vom guten Leben. Denn das macht alles keinen Sinn, wenn ich jedes Mal oder Angst habe um mein eigenes Leben, wenn ich mir ständig Gedanken machen muss, habe ich genug zu essen, zu trinken, ist mein Leben bedroht durch kriegerische Auseinandersetzungen und so weiter. Also dann ist das sozusagen alles hinfällig und ich kann gar keine Ideen zum guten Leben auch entwickeln. Und ich finde, das ist sind ganz wichtige Gedanken, wenn man sich auch dafür stark macht, sozusagen, dass Menschen Eigenverantwortung übernehmen sollen, auch für den Bereich der Gesundheit oder dass es sowas wie ein gelingendes Alter gibt. Ich muss natürlich auch gucken, mit welchen Bedingungen müssen Menschen auch überhaupt auch umgehen und was muss sozusagen ein Staat, ein Gesundheitssystem auch eigentlich bereitstellen, damit alle auch die Möglichkeit haben, zu so einem gelingenden Alter oder wie man es auch dann nennen würde, oder einem guten Leben auch zu kommen. Das finde ich sind ganz wichtige Punkte, wenn es um Thema auch Gerechtigkeit und Gesundheit auch und Krankheit auch geht in diesen Bereichen. Ja, gelingendes Alter ist ein gutes Stichwort für mich. Darüber denke ich auch viel nach. Mhm. Und es gibt in der Alterswissenschaft so einen Ansatz vom erfolgreichen Altern, den würde ich jetzt in dem Zusammenhang nochmal nennen, weil das so ein Ansatz ist, wo es darum geht, möglichst alle Alterserscheinungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen so weit wie möglich fernzuhalten. Und das ist eine ziemlich elitäre Sache, weil der im Grunde auch die Menschen in den Blick nimmt, die überhaupt die Voraussetzungen dafür mitbringen, sehr gesund lange leben zu können. Also das ist dann quasi zugeschnitten auf Menschen, die also nicht auf dem Bau gearbeitet haben und sondern die eine wesentlich komfortablere Erwerbssituation hatten und auch andere sozioökonomische Voraussetzungen. Und da würde ich sagen, das kann es nicht sein. Also das kann ja nicht der Maßstab sein, für eine gute letzte und vorletzte Lebensphase. Mhm. Und das gute, gelingende Alter bemisst sich Gott sei Dank nicht nur in der Gesundheit. Ja? Also was Menschen selber, was sie selber als Bedingungen eines gelingenden Alters auch ansehen, da ist Gesundheit natürlich ein Aspekt, aber einer unter vielen. Also wir sind ein ganzes Netz von Ressourcen eingewoben als Menschen unser ganzes Leben lang und davon zehren wir auch im Alter und interessanterweise ist es auch so, dass die Lebenszufriedenheit im Alter nicht abnimmt. Wir werden nicht unglücklicher im Alter, auch wenn körperliche Beeinträchtigungen vielleicht schon da sind. Das heißt in der Wissenschaft Positivity Bias, was auch ein interessanter Name ist. Also Bias ist ja immer eine Verzerrung, also dass wir Dinge positiver sehen, als sie eigentlich sind. Also wenn man von außen drauf guckt, müsste man sagen, hier, deine Knie tun noch weh und Diabetes hast du auch, dir sollte es eigentlich schlecht gehen. Und die Person selber sagt, aber mir geht's prima, ja. Ich habe meine Enkelchen, die kommen zu Besuch und ich pflanze ja meine Blümchen und halt jeden Tag ein Schwätzchen mit der Nachbarin und mir geht's gut, ja. Also also das zeigt eigentlich auch an der tatsächlichen Wirklichkeit der Menschen die Fähigkeit ist sowieso vorhanden, ja, also auch ein gelingendes Alter zu führen. Und die meisten Menschen sind im Alter genauso zufrieden wie in der restlichen Lebensspanne. Es geht nicht nach unten. Und das ist eher so, wie wir als Gesellschaft drüber reden, über Gesundheit, Alter und dass wir vielleicht auch einen Blick dafür verstellen, für diese Ressourcen, ja, also oder dass wir den Menschen ein Stück weit die Zugänge erschweren, also wenn wir so stark auf Gesundheit und auf Leistung und jetzt auch die sogenannten neuen Altersbilder, die aufkommen von den ganz fitten Alten und so, also die jungen Alten, also möglicherweise erschwert das den Menschen auch ihre Ressourcen
an ihre Ressourcen dranzukommen, ja. Also weil dann der Blick dafür verstellt wird, was ist eigentlich wichtig für uns, wenn das eine so überbewertet wird. Und da finde ich es wichtig, dass wir uns daran erinnern. In Wirklichkeit sind es viel mehr Dinge, die entscheidend sind, ja. Und auch, ob wir eine gesundheitliche Beeinträchtigung wirklich als Einschränkung erleben oder ob wir das nicht auch kompensieren können oder ob das ein Stück weit auch unseren Weg, den wir gehen müssen, in einem guten Sinne begleitet. Ja? Also das kann vielleicht in einem gewissen Alter auch wohltuend sein, zu sagen, ich schraube mal ein bisschen runter. Also ich mache nicht mehr 10 Ehrenämter, sondern ich reduziere jetzt mal auf 3. Und oft ist der Anlass eine gesundheitliche Veränderung. Und das kann ich aber für mich total positiv erleben, weil das auch dann eine Form von Konzentration ist. Ich nehme mir neue Ziele vor und ich gewichte meine Prioritäten anders. Und das kann für mich ein Schlüssel sein, meinen Alltag wieder reicher und besser erleben zu können in der Situation. So. Und das finde ich wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Ja. Das ist dann ja wahrscheinlich auch so eine Fragestellung, die dich auch jetzt vielleicht auch zukünftig mal in deinem Arbeitsbereich auch noch stärker bewegen wird, denke ich mal. Ne? Ich habe auch. Genau. Ich hatte jetzt mit den Altersbildern schon mal angesprochen und was man beobachten kann, es gibt, also es hat sich so durchgesetzt, das dritte und das vierte Lebensalter voneinander zu unterscheiden. Also das dritte Lebensalter, wo man noch so ganz, ganz fit ist oder ziemlich fit und das vierte, wo die schon im Abbau begriffen sind. Und das dritte Lebensalter wird so als tolle neue Lebensphase entdeckt und das ist es auch. Also, und das vierte ist sowas ganz Unerwünschtes. Also, und das ist, scheint schwierig zu sein, diese beiden Konzepte aufeinander zu beziehen. Und das eine scheint irgendwie die Negativfolie von dem anderen zu sein. So. Und das macht es auch, wie ich jetzt auch schon gehört habe von Menschen, die auch ganz hochaltrige Menschen begleiten, also Altenheimseelsorgerinnen zum Beispiel, dass es wirklich nicht leicht ist, diesen Abbau von Aktivität und von der Außenorientierung auch gut als guten Teil meines Lebensweges sozusagen zu begreifen. Ja, also eine gewisse Passivität als Teil meines Lebensweges zu begreifen oder positiv auch auch wertschätzen zu können, sage ich jetzt mal. Ja, also es klingt ein bisschen schwierig, weiß auch gar nicht genau, wie es aussieht. Also, aber diese Integration von, also aus dem dritten Altersbild habe ich so, aus dem dritten Lebensalter als Bild habe ich das Gefühl, da fehlen die degenerativen Aspekte und die Aspekte von Übergang zu einer späteren Lebensphase, sondern das ist mir zu wenig integrativ. Und auch denn da so Aspekte von Krankheit und Funktionsverlust auch da schon ein Stück weit mit reinzudenken. Ja, also, ja. Ich habe mich natürlich auch gefragt, so aus meiner Perspektive jetzt für die politische Bildung, was könnten denn so Aspekte auch sein aus dieser Pandemiezeit, die mich nochmal auch interessieren würden oder was man dann auch noch Schlussfolgerungen ziehen könnte, vielleicht auch für gesellschaftliche Entwicklung. Ich bin dabei auf einen ganz interessanten Aspekt gestoßen in der letzten Woche. Bei einem Gesundheitswissenschaftler aus Bielefeld, dem Oliver Ranzun, der hat nämlich festgestellt, das fand ich ganz interessant, dass es in dieser Pandemiezeit Gruppen gibt oder gab, oder wo wir sagen würden, oh, die stehen eher so am Rande der Gesellschaft, denen es aber offensichtlich sehr gut gelungen ist, mit diesen Herausforderungen der Pandemie umzugehen, also mit diesen ganzen Einschränkungen auch und die Formen auch von Solidarität oder auch Resilienz entwickelt haben, wo man echt noch mal gucken müsste. Und er stellt sich so die Frage, wie kann man der Gesellschaft vermitteln, dass man von diesen Gruppen einfach auch lernen kann, von diesen Gruppen, die eher so an den Rand gedrückt werden. Und das finde ich eine unheimlich auch eine schöne Fragestellung. Und ich finde es auch wichtig, vielleicht kann sie unseren Blick auch noch mal ein bisschen weiten, weil das, was wir
in der letzten Zeit ja auch häufig diskutiert haben, war auch, wo gibt es überhaupt noch gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und vielleicht ist das gerade auch so ein Punkt, wo man nochmal genauer hinguckt und wo man auch nochmal ja, Dinge entdecken kann, die auch vielleicht gesamtgesellschaftlich interessant sein können. Also das möchte ich auf jeden Fall weiter verfolgen, was Oliver Ransom da vielleicht noch an seinen Forschungen jetzt hervorbringt. Das fängt jetzt ja sozusagen alles auch erst an, weil man guckt, diese Pandemiezeit, wir sind ja noch, sind wir ja sozusagen da drin, aber was hat sich da auch verändert, auch gesamtgesellschaftlich und wie gehen wir auch miteinander um auch und wo gibt es aber auch positive Aspekte. Wir haben am Anfang ja auch sehr kritisch geguckt auf den Bereich auch von Diskriminierung und Stigmatisierung, aber ich glaube, es hat sich an bestimmten Stellen auch gezeigt, dass es auch doch auch Zusammenhalt und auch Solidarität auch gibt und da nochmal genauer zu gucken und was das für die Zeit nach der Pandemie bedeutet, das finde ich im Moment auch ganz wichtig. Ja, ich finde es auch charmant, nochmal drüber nachzudenken, welche Zukunftsvision können wir auch haben miteinander. Ja, also ja. Ich habe neulich die Überlegung gehört, was wäre denn, wenn wir radikal von den Hochaltrigen her denken würden und unsere Infrastruktur so umbauen würden, dass Menschen nicht per se ausgeschlossen sind von Lebenswelten, ja. Und dass wir sie damit auch nicht so, also dass wir den Funktionsverlust dadurch also reduzieren, dass wir als Gesamtgesellschaft Verantwortung dafür übernehmen, dass wir sagen, nee, wir wollen gar nicht, dass die Menschen körperliche Veränderungen als Funktionsverlust erleben müssen. Und wir würden ja alle davon profitieren. Also wenn alles in umfassendem Sinne barrierefreier ist, das wäre gelebte Inklusion, gelebtes Miteinander, ja. Und das passt ja auch ein bisschen dazu, sozusagen nicht von Randgruppen, sondern ja, also von den Menschen herzudenken, die nicht mittelalterlich, berufstätig, wohlhabend sind, so dass die ganze Infrastruktur, die Autostadt sozusagen für die gebaut ist, damit die möglichst schnell zur Arbeit kommen und der Rest wird irgendwie wegorganisiert, ja. Sondern dass wir unsere Lebensräume ganz neu miteinander gestalten. Und das da hoffe ich auch, dass die Verkehrswende vielleicht ein kleines Teil davon sein kann, ja. Mhm. Ja. Unsere Lebensräume neu zu gestalten. Ja, jetzt sind wir, haben wir bei Krankheit angefangen, bei Verkehrswende. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat, oder wir hoffen auch, euch hat unser kleiner Talk gefallen. Wir werden weiter an dem Thema arbeiten, nachdenken, wo Bedarfe sein könnten und was wir dazu vielleicht noch anbieten können. Und wir wünschen euch eine wunderbare Sommerzeit. Mhm. In der wir uns ja jetzt hoffentlich wieder treffen können alle oder uns wieder besser treffen können und ein gutes Einstimmen in die Geselligkeit der Nachpandemie und in das Miteinander, dass wir miteinander, ja. Christiane, möchtest du noch? Nein, ich schließe mich dir an, Ricarda. Ich hoffe, dass ihr euch einfach ein bisschen auch vielleicht zum Weiterdenken auch bringen kommt mit diesem kleinen Impuls. Und ja, das war's. Dann verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.